Willkommen zurück zu Plock. Wir sind an meiner Lieblingsstelle angelangt. Ich finde es hier jetzt zum Krüllen, wenn ich es schaffe. Auf Anhieb. Oder ich würde es zum Krüllen finden. Immerhin, ich habe eine Strategie herausgefunden im letzten Video noch. Einfach mal kurz wieder weggehen, wenn man es nicht schafft auf Anhieb. Und dann geht's. Wie dumm. Ich hätte also keinen Selbstdate machen müssen. Ich habe es jetzt ja sofort geschafft. Beim zweiten Versuch. Ja, super. Alles gar nicht so schwer. Deswegen, manchmal muss man es einfach ein bisschen versuchen. Das Dumme ist halt, wenn man es einmal wirklich verkackt, muss man teilweise wirklich viele Level nochmal machen. Nur um einen weiteren Versuch zu haben. Heieiei, Heidewitzka. Heidewitzka, das hat der Hai in Banjo-Kazooie doch gesagt. Oder hatte der irgendwas anderes gesagt? Der hatte jedenfalls irgendein cooles Wort drauf. Ich glaube, es war Heidewitzka. Es gibt noch drei Flöhe. Ich korrigiere zwei. Und ich habe noch drei Leben. Witzigerweise darf ich dafür nur einmal getroffen werden. Warum auch immer man mir so viele Lebensbalken gibt, denn ein Treffer doch dann irgendwie 10 Balken auf einmal wegnimmt. Hallo, lässt mich bitte da hoch. Es ist alles so knapp bemessen. Das zeigt schon, wie schwierig dieses Spiel ist. So, noch ein letztes Mal hoffe ich. Diese Stelle. Ich mache trotzdem sicherheitshalber sowas. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Ich bin dumm. Ich hätte mich nicht... Ich muss das von links machen. Da kann ich nämlich zur Not hier wieder in Sicherheit springen. Genau deswegen. Dann kann man das alles schaffen, wenn man das strategisch angeht. Jetzt kommen sie halt doppelt direkt. Dreh wieder um. Er springt erstmal weg. Wow, das wird ganz schön eng auf der kleinen Fläche. Danach kommen noch zwei Flöhe und dann war's das. Ich glaube nicht, dass er nochmal so eine Ebene kommt. So ein komisches Spawn-Fleckchen. Wie soll ich denn? Ja, ich habe irgendwie einen Versuch. Ja, wieso hat er den nicht getroffen jetzt? Er hat schon wieder nicht getroffen. Es hätte perfekt geklappt. Gut, ich gehe kurz mal weg. Es ist ein bisschen eng wieder. Eng ist nicht so angenehm, nee. Hallo. Da kommen sie wieder, diese Fallschirmjäger mit ihren Boomerangs. Die Elite-Truppen der feindlichen Japaner. Es war wieder nichts. Ja, immerhin, ich sterbe nicht. Ich muss hier nichts laden. Es dauert nur ein Weilchen, bis ich hinter das System gekommen bin. Ich habe ein, zwei Versuche. Was ist denn da jetzt rausgekommen wieder? Ja, du musst nur treffen. Jetzt nicht von der Seite. Zack, zack. Er hat wieder nicht richtig geschossen. Jetzt hat es komischerweise geklappt. Ich weiß nicht ganz genau warum. Aber ich will mich nicht beschweren. Überhaupt nicht. Ich nehme es hin. Und ja, super. Das ist jetzt nett. Dann brauche ich ein bisschen Hilfe. Was sind das für Tauchbrillentypen? Erstmal den da oben umbringen. Nur der kann mir wirklich hier oben gefährlich werden. Die da unten. Die werden von den Mücken, von den Bienen nicht belästigt. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich will den Floh erstmal tot kriegen. Wenn die Bienen mal... Ah, ja. Perfekt. Mein Herz. Gut, wir wollen die auch umbringen. Okay, das sind ganz leichte. Die muss man nicht von zwei Seiten anschießen. Ein Floh fehlt noch. Oh nee, ach, ich dachte schon, ich hätte doch einen vergessen. Unten irgendwo. Das wäre heftig gewesen. Eieieiei. Dankeschön. Du musst auch noch sterben. Der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Link kann mit seinem Schild nichts anfangen. Und bei Plock ist es überlebenswichtig für den Feind. Meine Güte, was für ein Level. Echt ein bisschen hart. Aber ich bin froh, dass ich einen Safe-State dann doch nicht wirklich gebraucht habe. Lange mache ich das nicht mehr mit. Ja, es sollte auch gar nicht mehr so lange gehen. Ich glaube, das ist jetzt Windstärke 12. Wie? Das ist so ziemlich das letzte Level hier in dieser Welt. Und danach gibt's noch eine letzte Welt. Nehme ich an. Wenn es ein Warp-Ding ist. Im Moment habe ich sowieso volles Leben. Deswegen riskiere ich es.
Oh shit, ich muss mich anstrengen. Bonus Spiel. Oh nee, das schaffe ich nie. Das ist mit immer schwerer. Auf die Plätze. Fertig. Ich wollte sowieso kein Warpfeld. Hm, da geht's schon los. Oh, ich muss schießen. Ich bin ja dumm. Ja gut, woher soll ich das wissen vorher? Jetzt habe ich eh zu viel Zeit verloren. Das ist sowas von knapp bemessen. Da darf man sich keinen Fehler erlauben. Und dann kann man irgendwie zum dritt- oder zweitletzten Level schon direkt sich warpen. Aber das, ja, ihr seht jetzt, wie das so abläuft und dass ich das nicht schaffe. Immerhin, ich habe einen Bonusblock dadurch erhalten. Also es war nicht völlig für die Katz. Das wäre jetzt auch gleich fertig gewesen. 2-3 Sekunden, 4-5 vielleicht. Und ich habe wieder mein Leben vollbekommen. Das, ja, da kann ich jetzt immer wieder versuchen und mir vielleicht auch immer wieder einen Bonusblock holen, wenn genug Muscheln da sind. Das heißt, wenn ich hier sterbe, ist das gar nicht mal so tragisch. Man sieht, das Spiel ist gar nicht so unfair. Da sind die NES-Spiele viel schlimmer. Castlevania, immer wieder. Verfolgt mich jetzt noch meinen Albträumen. Bis ich es dann irgendwann durchgeschafft habe im Stream. So. Aber immerhin, die Musik versüßt einem das Ganze. Oh, habt ihr das gesehen? Hatte ich Glück. Hui, wieso trifft mich die Welle nicht? Weil ich Glück habe, weil es sehr... Eng ist. Ja, das ist so schnell da. Der lebt doch noch. Uiuiui. Immer dieser Rhythmus. Ah, der ist echt darüber geflogen? Ich glaub's ja nicht. Boah, knapp. Ja, wie kann er denn. Das ist ein Level. Das ist der Windstärke. 12. Wie konnte man doch nicht riechen? Ich dachte, das wären vielleicht Floheier gewesen. Die sehen auch ein bisschen so aus von vorne. Von der Seite meine ich natürlich. Zack. Dumm. Sind aber auch irgendwelche Baumstämme. Komisch gefährt. Und da. Oh nein, ich hasse dieses Level. Man muss quasi schon gefühlsmäßig vorher springen. Dran glauben, dass es jetzt gleich soweit ist. Was ist da oben? Bienen, die nehme ich doch mit. Jawohl, kein Floh hier. Ui. Ein Treffer und ich bin erledigt. Ich habe keinen Lebensbalken mehr. Wenn ich den Floh noch wegkriege, bin ich schon fast zufrieden. Ich muss das eh gleich alles nochmal machen, aber das macht mir wie gesagt nichts aus. Ich kann dann nochmal versuchen, mich zu warpen. Auch wenn ich eigentlich keine Level überspringen wollte. Ich glaube, das habe ich gerade revidiert. Diese Aussage. Einfach hier weg. Ich mag es nicht, wenn ich dauernd von Blumen angeschossen werde. Ich bin sowieso kein so großer Freund von Blumen. Es gehen, prallen die einfach da ab. Ich finde immer, wenn man sich an Blumen holt, dann sollte man auch so Plastikdinger holen. Die gehen wenigstens nicht ein. Und sehen genauso aus. Nur der Duft könnte anders sein, aber Blumen riechen für mich nach nichts. Ich weiß nicht, was die Bienen immer haben und die Wespen. Oder waren Wespen auch die, die... Ich und Biologie, ne? Bonusspiel. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und schießen. Vorher schon schießen. Sehr gut. Also wenn es so weitergeht, dann schaffe ich es. Leider nicht perfekt getroffen hier, aber es könnte trotzdem reichen. Immer schon von weiter weg schießen. Und dann kann man mit Glück hier schon mal ein... Oh, hier liegt... Diesmal liegt nicht leider über den Block. Über den Hügel meine ich natürlich. Und jetzt über den Hügel. Ja, perfekt. Aber hat nicht richtig getroffen. Egal, konnte trotzdem reichen. Jawohl, der war wieder gut. Und ja, seht, ich habe ungefähr 3 Sekunden mehr als beim letzten Mal. Oh, eine halbe Sekunde hat gefehlt vielleicht. Schade. Noch ein Versuch und ich schaffe das, glaube ich. Würde mich ja fast umbringen wollen. Aber ich versuche trotzdem so, das Level zu schaffen. Und wenn es schafft, dann kann ich immerhin alle Level zeigen. Mindestens eins habe ich sowieso schon übersprungen. Aber unabsichtlich, weil ich ja gestorben bin und plötzlich war ich beim Boss. Bei der Spinne. Ich weiß nicht, wieso das geschehen ist. War keine... Ja, in dem Moment, wo soll ich das denn riechen? War keine Absicht jedenfalls. Da kann man mir nichts unterstellen. Da konnte ich nichts machen. Zack, einfach ganz schnell durch. Genau, ich habe gerade auch gedacht, da kommt doch gleich was. Da kommt doch gleich was. Es gibt zwar keine Flöhe mehr, aber die Gefahr ist ja trotzdem irgendwo in diesem Level verborgen. Und sie kommt ganz schnell in das Bild gehastet. Uiuiui. Uiuiuiui. Nehme ich ein paar Bienen mit, die können mir immer nützlich sein.
Vor allem schaden sie nicht. Eine Sache, die mir nicht schadet in diesem Spiel. Ja, ja. Jetzt kommt gleich der Schnelle. Ah, beim letzten Mal ist er weiter oben gewesen. Da ist er über die Stacheln gehüpft. Es kommt auch der Zufallsfaktor mit ins Spiel. Die wollen mich doch hier. Die wollen mich. Aber nicht bei lebendigem Leibe. Oh, die Zeit ist langsam um. Gut, dann machen wir hier morgen oder übermorgen weiter. Wie auch immer. Bis dahin, tschüss.